Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich stehe hier in Österreich im Norden in der Nähe von Bregenz und ich will heute durch eine Schlucht wandern und habe hier die Nacht verbracht an diesem Fluss. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Es ist echt frisch hier in Österreich. Meine Stimme versagt, weil von 52 Grad auf, ich weiß nicht, 15 ist der Temperaturunterschied relativ krass. Und aber die Sonne scheint hier vorzukommen. Und ja, jetzt will ich erstmal frühstücken und später will ich hier durch eine Schlucht wandern. Freue ich mich schon. So, mal kurz zur Info. Also, ich bin hier und hier geht die Schlucht entlang an einem Staufensee vorbei. Und ja, schauen wir mal. Da steht Werner und ich bin jetzt hier direkt am Einstieg. Los geht's! Für mich ist es ja die erste Schlucht seit 2 Jahren. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass meine Hündin Cassie vor 2 Jahren in einer Schlucht vergiftet wurde, ums Leben kam und daher gehe ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen jetzt hier in diese Schlucht. So, als erstes kommt man hier erstmal zu einer Jausenstation, das Rappenloch Stadel. Und gut gestärkt geht es dann weiter, nämlich da ist der Eingang der Rappenlochschlucht. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden nach Plänen von Alois Negrell im Rappenloch 4 Geschiebesperren errichtet. Sie sollten die Eintiefung der Ache und die Unterscheidung der Hänge verhindern. Dafür und auch zum Holztransport wurde ein erster schmaler Weg angelegt. Doch der industrielle Fortschritt verlangte nach immer mehr Energie. Die Wasserkraft sollte die neue Spinnerei der Familie Hämmerle in Gütler antreiben. So ließ er in den Jahren 1862-63 eine erste Staumauer vor dem Rappenloch errichten. Ein Jahr nach der Inbetriebnahme wurde nach Möglichkeiten zur Erhöhung des nutzbaren Gefälles gesucht. 1895 dann fiel der Beschluss zum Bau des Stausees am oberen Ende der Schlucht. Und ein Jahr später wurde der Wasserwärterweg verlängert. Ein Felssteig durchquerte ab nun die Klamm, so konnte der Schleusenwärter auch seinen Arbeitsplatz erreichen. Was als industrielle Notwendigkeit begann, erschließt heute eine der spektakulärsten Schluchten der Alpen. Ja, wenn es jetzt so heiß wäre wie vor 3 Tagen in Südfrankreich oder in Spanien und Portugal, dann, ne. Das wäre ihr Weg gewesen. So, jetzt geht es hier Treppen hoch. Ganz schön viele, 187. Früher ging das leichter, denn es gab einen Tunnel, der ebenerdig durch den Berg zum Staufensee führte. Aber seit einem Felssturz 2011, der den Durchgang verschüttete, ist diese Wegführung leider nicht mehr möglich. Und die neue Route führt über die 187 Stufen. Unten stand unter anderem auch, dass es hier eine Baustelle gibt. Allerdings stand auch dran, Ende der Bauzeit 2022. Wir haben jetzt Juli 2023 und
Es wird noch gebaut. Aha, das ist tief. Sehr tief. Kann mir einer mal erklären, warum kann ich hier stehen, 10 cm vor der Kante, und hier gemütlich runterschauen? Aber ohne dieses Geländer könnte ich es nicht. Das ist das Gehirn, stimmt's? Da ist die Staumauer vom Stausee. Da ist der See. Schaut mal, ich bin absoluter Fan von sowas. Hier muss ich erstmal anhalten. Wie genial sind die Sachen. Wow. Diese Hollywood-Schaukel hier. Herrlich. Soll ich mal gucken, was die kostet? Wartet mal, ich guck mal. Also die Holly kostet 2.775 sofort zum Mitnehmen. So ein kleiner Brunnen ab 233 Euro, also der kleinste sozusagen, und dann werden die Preise höher. So eine Tischgarnitur kostet ab 1038. Jetzt erstmal in den Stadtmarkt. Jetzt bin ich in der Viktualienhalle, allerdings hat das meiste natürlich schon zu. Boah, immerhin, ich war drin. Jetzt bin ich am Rathausplatz und hört mal. Ist ja witzig. Hab auch noch nicht gesehen, dass ein Springbrunnen einen Zaun hat. Da ist ein Klimacamp. Da haben wir die katholische St. Moritz-Kirche. Am Moritzplatz. Heute ist übrigens kein guter Tag für eine Stadtbesichtigung. Denn hier ist ein Festival. Zwischen Amstück und Köschen 5 Kilometer Stau. Das dauert 40 Minuten.